Sehr geehrte Ministerin Birgit Onet, sehr geehrte Podiumsgäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung Gleichstellungsstrategie der Europäischen Union von der Idee zur Umsetzung eines Europas der Gleichstellung willkommen heißen. Mein Name ist Linda Matzke, ich bin Referentin hier im Landesbüro Niedersachsen der Friedrich-Ebert-Stiftung und Mitorganisatorin dieser Veranstaltung. Die heutige Veranstaltung, das konnten Sie der Einladungskarte entnehmen, ist eine Kooperation der Friedrich-Ebert-Stiftung und des Europäischen Informationszentrums Niedersachsen. An dieser Stelle möchte ich auch die Gelegenheit nutzen und mich ganz herzlich bei der Kooperationspartnerin, nämlich dem EEZ, für die Zusammenarbeit bedanken. Als Organisationen war es unser Ziel, mit dieser heutigen Podiumsdiskussion ein Thema zu behandeln, von dem wir denken, dass es auf den verschiedensten Ebenen von großer Signifikanz ist. Ein Thema, das jedoch nach wie vor in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt werden muss, weil noch viele Defizite bestehen und weil es die Gesellschaft als Ganzes betrifft. In der heutigen Veranstaltung möchten wir mit unseren Gästen und mit Ihnen an den Bildschirmen die Strategie der Europäischen Union für die Gleichstellung der Geschlechter diskutieren. Als verbindliche Kommissionsmitteilung wurde die Strategie im März 2020 präsentiert. Sie stellt nun den Rahmen für die Aktivitäten der Kommission im Bereich der Geschlechtergleichstellung dar. Dabei enthält die Strategie für den Zeitraum von 2020 bis 2025 6 Aktionsschwerpunkte und damit verbunden die politischen Ziele auf dem Gebiet der Geschlechtergleichstellung und die wichtigsten Maßnahmen zu deren Erreichung. Als zentrale Ziele, die in den Aktionsschwerpunkten abgebildet sind, wurden von der Kommission folgende Bereiche definiert. Erstens die Beendigung von geschlechtsbezogener Gewalt und Geschlechterstereotypen. Zweitens geschlechtergerechte Wirtschaft. Drittens eine gleichberechtigte Führungsverantwortung in der Gesellschaft. Viertens die Implementierung von Gender Mainstreaming und eine intersektionale Perspektive in EU-Politikmaßnahmen, das heißt die Berücksichtigung der Geschlechterperspektive in allen relevanten Aktivitäten der Europäischen Union. Fünftens die Finanzierung von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung in der EU und sechstens die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Rechte der Frau weltweit, also eine internationale Perspektive hier. Übergeordnetes Ziel der Gleichstellungsstrategie ist es, eine Union der Gleichheit zu schaffen, wie die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen es formuliert hat. Hierbei handelt es sich um ein großes Unterfangen, das werden Sie wissen. So ist doch die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen noch lange nicht erreicht in vielen EU-Ländern, obwohl sie eben ein wesentliches Prinzip der Europäischen Union ist. Noch immer bestehen in den Mitgliedstaaten der EU teilweise erhebliche Defizite bei der Geschlechtergleichstellung. Noch immer sprechen die Fakten eine deutlich diskriminierende Sprache. Geschlechtsbedingte Unterschiede bestehen in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen fort. Das heißt konkret, Frauen haben nach wie vor nicht die gleiche politische und wirtschaftliche Teilhabe. Ausdruck dieser ungleichen Teilhabe sind vor allem immer noch bestehende geschlechtsspezifische Unterschiede in der Beschäftigung und in der Bezahlung, ebenso der geringe Anteil an Frauen in Führungspositionen in Wirtschaft und Verwaltung, sowie, und das merken wir und sehen wir vor allem in vielen Ländern, der geringe Anteil an weiblichen Vertreterinnen in der Politik. Mit dieser geschlechtsspezifischen Verteilung sind auch Macht und Mitbestimmung ungleich verteilt. Das heißt dann wiederum, aufgrund der ungleichen Verteilung ist auch, haben Frauen weniger Anteil an den Entscheidungen über die Gestaltung der Gesellschaften in den EU-Mitgliedstaaten. Und hier stellt sich dann auch die Frage, wenn Frauen EU-weit in vielen gesellschaftlichen Bereichen in Gestaltungspositionen fehlen, wie werden dann ihre Ideen, ihre Themen und ihre Anliegen gehört, berücksichtigt und umgesetzt? Und überdies drängt sich auch gegenwärtig die Frage auf, wie können wir in Zeiten von digitalem Wandel und Wandel durch die Covid-19-Pandemie sicherstellen, dass bestehende Ungleichheiten nicht auch weiter verschärft werden? Die Beseitigung der geschlechterbedingten Unterschiede und die Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung soll nun durch die Gleichstellungsstrategie der Europäischen Union erreicht werden, indem die Strategie die Gleichstellung der Geschlechter in das Zentrum der europäischen Politikgestaltung setzt. Und heute wollen wir der Frage nachgehen, wie kann also der Weg zu einer Union der Gleichheit gelingen? Darüber möchten wir mit unseren Gästen und mit Ihnen da draußen an dem Bildschirm diskutieren. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend tolle Gäste haben, die mit uns dieses wichtige Thema diskutieren. Als PodiumsteilnehmerInnen sind heute sowohl virtuell als auch in Präsenz zugegen Professor Dr. Gabriele Abels, Ministerin Birgit Onet, Maria Neuche, direkt aus Brüssel zugeschaltet, und Marion Oevermühle-Mühlbach. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie heute hier sind und an dieser Veranstaltung mitwirken. Begrüßen möchte ich auch Cosima Schmidt, unsere Moderatorin. Auch liebe Cosima, dir ein herzliches Willkommen an dieser Stelle.
Ich wünsche uns allen einen schönen Abend und eine gute Diskussion. Bevor wir nun die Diskussionsgäste detaillierter vorstellen, bevor die Lightning Talks und die Diskussion beginnen werden, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass wir uns freuen würden, wenn nicht nur die PodiumsteilnehmerInnen diese wichtige Thematik mit uns diskutieren, sondern wenn Sie als Zuschauerin ebenfalls die Möglichkeit nutzen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wir laden Sie ganz herzlich ein, diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen und Fragen zu stellen, Bemerkungen zu geben. Sie können das machen, indem Sie unter dem Stream die Chatfunktion nutzen und Ihre Fragen direkt stellen. Sie sind danach für alle sichtbar und werden später auch in die Diskussion mit eingebracht. Sie haben auch die Möglichkeit, Fragen und Bemerkungen zu liken. So sehen wir dann, welche Aspekte für Sie von besonderer Relevanz sind. Also nutzen Sie die Möglichkeit gerne. Ich bedanke mich an dieser Stelle und übergebe an Katrin Reich vom Europäischen Informationszentrum Niedersachsen. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Katrin Reich. Ich bin die stellvertretende Leiterin des Europäischen Informationszentrums Niedersachsen. Ja, Sie alle fehlen uns hier. Wir sind hier in einem riesigen Theatersaal. Es wäre toll, wenn Sie es sehen könnten. Und es wäre auch noch schöner, wenn Sie da wären. Aber danke, dass Sie so zahlreich sich dazugeschaltet haben in einem virtuellen Raum. Theater möchte ich nicht sagen. Wir bedanken uns dafür, dass uns für den heutigen Abend fachkundige Expertinnen zugesagt haben. Sie alle können aus Ihrer Position, Ihrer Profession und Erfahrung unterschiedliche Perspektiven in die Diskussion einbringen. Ich möchte Ihnen die Teilnehmerinnen, die gerade schon kurz erwähnt wurden, einmal kurz vorstellen. Wir haben zum einen die niedersächsische Europaministerin, Frau Birgit Onnet. Frau Onnet ist Juristin und seit 2017 niedersächsische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung. Zudem ist Frau Onnet für Niedersachsen Mitglied im Ausschuss der Regionen. Dort vertreten die Regionen der Mitgliedstaaten ihre Interessen auf europäischer Ebene. Aus Brüssel dazu geschaltet, im 12. Stock, wie wir eben im Vorgespräch erfahren haben, ist die Europaabgeordnete Maria Neuchel. Frau Neuchel gehört seit 2014 dem Europäischen Parlament an. Sie ist dort unter anderem, muss ich sagen, Mitglied im Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter. Im November hat der Ausschuss den Bericht zur neuen Gleichstellungsstrategie angenommen. Sie wird uns dazu sicherlich gleich berichten, wie das hinter den Kulissen verlaufen ist. Wir gehen in den Süden der Republik. Ich begrüße ebenfalls am Bildschirm Frau Professorin Gabriela Abels. Sie lehrt an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. In ihrer Forschung befasst sie sich unter anderem mit der europäischen Integration, auch unter einer Genderperspektive und der demokratischen Ausgestaltung der Europäischen Union. Ebenfalls bei uns hier in Hannover ist die Vorsitzende des Niedersächsischen Landesfrauenrates, Frau Marion Oevermühle-Mühlbach. Im Landesfrauenrat sind über 60 Frauenverbände und Frauengruppen gemischter Verbände vertreten. Er vertritt damit die Interessen von 2,2 Millionen Frauen hier im Land Niedersachsen. Und ich begrüße die Journalistin und Zeitautorin Cosima Schmidt, die heute Abend die Moderation übernimmt. Kurz zum Ablauf. Wir beginnen mit Lightning Talks. Sie haben es im Programm gesehen. Das sind kurze, prägnante Impulse, die direkt auf den Punkt kommen. Für die niedersächsisch-europäische Perspektive beginnt Frau Ministerin Onnet. Es folgt aus dem Blickwinkel des Europäischen Parlaments Frau Maria Neuchel und abschließend die kritisch-wissenschaftliche Perspektive von Professorin Abels. Die Diskussionsrunde im Anschluss wird auf dem Podium verstärkt durch Frau Oevermühle-Mühlbach. Nutzen Sie die Chatfunktion, meine Kollegin hat es eben gesagt. Wir beginnen mit den Lightning Talks und ich bitte Frau Ministerin Onnet nach der notwendigen Reinigungspause, wir haben uns alle schon ein bisschen dran gewöhnt, dann an das Rednerinnenpult. Ja, einen herzlichen guten Abend von mir und vielen Dank für die Einladung zu diesem wirklich hochinteressanten und sehr, sehr wichtigen Thema. Die EU-Gleichstellungsstrategie, wo stehen wir heute und warum ist die Gleichstellung eigentlich nicht schon längst eine Selbstverständlichkeit? Frauen haben im Durchschnitt höhere Bildungsabschlüsse, es gibt einen von allen Seiten beklagten Fachkräftemangel. Und trotzdem sind wir in Deutschland keine Vorreiter in Sachen Gleichstellung. Dabei haben Untersuchungen längst bewiesen, dass sich Diversität für Unternehmen auszahlt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen mit hoher Geschlechtervielfalt profitabler sind,
liegt laut einer Analyse von McKinsey bei 25%. Auch in den Führungsetagen von Unternehmen sind Frauen stark unterrepräsentiert. Deutschland ist im internationalen Vergleich in Sachen Gleichberechtigung weit abgeschlagen. Der Anteil weiblicher Führungskräfte im Vorstand der DAX-Konzerne ist laut der aktuellen Allbright-Studie von September 2020 auf 12,8% gesunken, von ohnehin schon mageren 14,7% im September 2019. Und wir wissen es, auch in der Politik ist der Frauenanteil viel zu niedrig. Nach der letzten Wahl im Oktober 2017 ist der Frauenanteil im Niedersächsischen Landtag auf knapp 28,5% gesunken. Im Deutschen Bundestag sieht es kaum besser aus. Der Frauenanteil liegt bei unter 31%. Im Europäischen Parlament liegt der Frauenanteil bei knapp über 36%. Wenn aber Frauen in entscheidenden Gremien wie Aufsichtsräten oder Parlamenten unterrepräsentiert sind, wirkt sich das auch auf die dortigen Entscheidungen aus. Das hat uns die Pandemie nun klar vor Augen geführt. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr wurden zunächst Autowaschanlagen und Baumärkte wieder geöffnet. Die Fortsetzung der Bundesliga war ein weiteres systemrelevantes Anliegen. Währenddessen haben Frauen Arbeitszeiten reduziert, um Homeoffice, Kinderbetreuung, Homeschooling, Haushalt und Beschäftigung der Kinder unter einen Hut zu bringen. Die Lobby von Frauen und Kindern in der Krise war und ist viel zu schwach. Und nach Angaben von UN Women sind weltweit 70% des Personals in sozialen und pflegerischen Berufen Frauen. Auch in den Beschäftigungsfeldern Reinigung und Einzelhandel sind überwiegend Frauen tätig. In all diesen systemrelevanten Bereichen besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko, was wiederum zu einer stärkeren psychischen Belastung führt. Dieses ist gerade in den sozialen und Pflegeberufen, wir wissen, ohnehin schon sehr hoch. Hinzu kommt aufgrund der derzeitig verbreiteten Existenzängste und räumlichen Einschränkungen ein Anstieg von häuslicher Gewalt. Ja, meine Damen und Herren, soweit der aktuelle Befund. Der Worte sind genug gewechselt, es müssen Taten folgen. Die Appelle, das Potenzial gut ausgebildeter Arbeitskräfte nicht zu verschenken, verpuffen bisher. Ohne verbindliche Vorgaben scheint es nicht zu gehen. Die Kanzlerin hatte schon im Sommer deutlich gemacht, dass eine freiwillige Selbstverpflichtung auf einen Anteil von null bei einer Geschlechterquote in Unternehmen auf keine Toleranz bei ihr trifft. Vor gut zwei Wochen hat Ministerin Giffey nun angekündigt, dass es im Führungskräftegesetz eine verpflichtende Quote geben wird. Wenn sich freiwillig nichts tut, muss es eben Vorgaben geben. Im Vorfeld wurde die Einführung der Quote von der Hashtag-Ich-Will-Kampagne von namhaften Frauen wie der Schauspielerin Maria Furtwängler und von der Managerin Janina Kugel, eine ehemalige Arbeitsdirektorin im Siemens-Vorstand, öffentlichkeitswirksam unterstützt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zeiten von Gruppenbild mit Dame sollten sich nur noch in Geschichtsalben wiederfinden. Wir alle wissen, dass die Realität eine ganz andere ist. Für mich ist daher der Untertitel unserer Veranstaltung entscheidend. Von der Idee zur Umsetzung eines Europas der Gleichstellung mit Betonung auf Umsetzung. Die Europäische Union ist eine Wertegemeinschaft. Zu den Werten, auf die sie sich gründet, gehört auch die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Daraus leitet sich der Auftrag der EU zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter ab. Diesem Auftrag kommt die EU mit Nachdruck nach, so manches Mal auch gegen den Widerstand einiger ihrer Mitgliedstaaten. Die Europäische Union ist eine wichtige Treiberin in Sachen Gleichstellung und dies oft unbemerkt außerhalb von informierten Fachkreisen. Erinnern Sie sich beispielsweise daran, dass in Stellenausschreibungen früher eine Kindergärtnerin, aber ein Ingenieur oder Arzt gesucht wurde? Dass Ausschreibungen inzwischen neutral formuliert werden müssen, fußt auf einem Gesetz, das in Deutschland erst verwirklicht wurde, nachdem die Kommission gegen Deutschland ein Verfahren wegen Nichtumsetzung der EU-Richtlinie gegen Antidiskriminierung auf den Weg gebracht hatte. Worte schaffen Bewusstsein. Es macht eben doch einen Unterschied, ob Menschen nur mitgemeint oder mitgenannt werden.
Interessant finde ich persönlich auch die Initiative No Women, No Panel, die von der EU-Kommissarin für digitale Wirtschaft, Maya Gabriel, in der Juncker-Kommission offensiv vertreten wurde. Sie hatte sich dazu verpflichtet, nur dann an Diskussionsrunden teilzunehmen, wenn mindestens 2 Personen des unterrepräsentierten Geschlechts vertreten sind. Die Europäische Union arbeitet auch mit informellen Mitteln und hier gern nach dem Prinzip Blaming and Shaming. In EU-Publikationen wird zum Beispiel regelmäßig aufgeführt, in welchen Mitgliedstaaten es beim Thema Gleichstellung Nachholbedarf gibt. Wenn das bei einem Land häufig der Fall ist, erzeugt dies durchaus einen gewissen Druck auf Regierung. Ein Beispiel dafür ist der Ausbau der Kinderbetreuung hier bei uns. Deutschland hatte den von den Mitgliedstaaten der EU vereinbarten Ausbau der Kinderbetreuung komplett verschleppt und handelte erst mit Verzug. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen dranbleiben und die Gleichstellung vorantreiben, wo es nur geht. Gemeinsam mit meiner Kollegin, der niedersächsischen Sozialministerin Carola Reimann, habe ich im Frühjahr im Bundesrat eine Stellungnahme zur EU-Gleichstellungsstrategie eingebracht, die dort auch verabschiedet wurde. Der Bundesrat betont darin die Notwendigkeit der Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter. Gleichstellung muss selbstverständlich sein und auch bereits mitgedacht werden bei der Verabschiedung von Richtlinien, Gesetzen und deren Folgen. So wie es der Ende November veröffentlichte nunmehr 3. europäische Aktionsplan für Gleichstellung in der Außenpolitik tut. Ich zitiere: Ein zentrales Ziel ist es, Frauen, Mädchen und junge Menschen in die Lage zu versetzen, ihre Rechte uneingeschränkt wahrzunehmen und ihre Teilnahme am politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben zu stärken. Zitat Ende. Das kann ich nur unterschreiben. Ich freue mich auf unsere Diskussion gleich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank und auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen Ihnen allen da draußen an den Bildschirmen und natürlich auch diesem wunderbaren Podium, was sich hier virtuell und real um mich versammelt hat. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema anpacken, dass wir dieses Thema auch so breit anpacken, denn Gleichstellung, das ist nun wirklich ein Thema, das uns alle begleitet, von der Kita bis zum Rentenbescheid, von der Frage, wer nun eigentlich das Kind, das gerade in Corona-Zeiten in Quarantäne geschickt wurde, zu Hause betreut und mit ihm die Schulaufgaben macht, bis zur Frage, wer eigentlich die größten Unternehmen unseres Landes lenkt und darüber bestimmt, wie die Politik in unserem Land aussieht, auf allen möglichen Ebenen. Und bevor wir gleich in die Diskussion einsteigen, freue ich mich, dass wir noch 2 von diesen Blitzimpulsen, kurzen Inputs hören. Und zwar springen wir jetzt mitten hinein in das Europäische Parlament. Frau Neuchel, Sie haben das Wort. Ganz herzlichen Dank, auch herzliches Dankeschön für die Einladung und herzliches Willkommen an alle, die an den Bildschirmen, an den PCs, in den Wohnzimmern sitzen. Ich möchte mit 5-5-5 beginnen. Denn ich würde mal sagen, es gibt 5 Bereiche, die momentan sehr, sehr positiv für die Gleichstellung stehen im Europäischen Parlament und in Europa. Es gibt 5 Bereiche, die uns große Sorgen machen. Und es gibt auch 5 Bereiche, die vielleicht zum Schluss einfach noch mal zusammenfassend alles auf den Punkt bringen. 5 Positives. Was ist momentan besonders gut? Besonders gut ist, dass wir nach 5 Jahren ohne Gleichstellungsstrategie jetzt wieder eine Gleichstellungsstrategie bekommen. Denn vorher, in den 5 Jahren zuvor, auch damals war ich bereits die Berichterstatterin zur Gleichstellungsstrategie, hat sich die Kommission einen schlanken Fuß gemacht und hat gesagt, brauchen wir nicht. Gleichstellungsstrategie brauchen wir nicht. Wir machen ein strategisches Arbeitspapier. Das können wir im Schubladen einsperren und es wird niemand mehr auffallen. Denn ein strategisches Arbeitspapier ist vom Ranking her tiefer gesetzt, hat keine Berichtspflichten durch die Mitgliedsländer und ist so ein Papier, das man wegsperren kann und es nicht mehr auffällt. Deswegen schon mal Punkt 1, was ist wunderbar? Wir haben wieder eine Gleichstellungsstrategie. Und das muss durchgängig sein, so wie es für Deutschland in Zukunft durchgängig sein muss. Denn Franziska Giffey hat ja auch die erste Gleichstellungsstrategie für Deutschland eingeführt. So muss es auch in Europa durchgängig sein, dass es alle 5 Jahre eine Gleichstellungsstrategie gibt. Denn es gibt niemals die Zeit, wo man sich zurücklehnen kann und hätte nichts zu tun. Was ist noch gut? In der jetzigen Gleichstellungsstrategie ist noch mehr deutlich ein Punkt mit aufgenommen und ich bin mir sicher, dass das auch mit abgestimmt wird, dass man immer wieder jährlich evaluiert und dann noch extra Punkte jährlich noch dazusetzen kann.
Das heißt, es ist eine dynamische Strategie. Es ist nicht einmal was festgelegt und es bleibt 5 Jahre gleich, sondern wir haben gerade mit Corona gemerkt, wie schnell ein Thema auf den Tisch bringen kann und dann muss man reagieren können. Also das ist das erste Mal so eine dynamischer Gedanke mit verordnet und das ist gut. Was ist noch wunderbar? Dass die Gleichstellungsstrategie für die Gleichstellung der Geschlechter nur eine Strategie ist von mehreren. Da gibt es rechts und links noch Schwesterstrategien. Es gibt eine Strategie LGBTI. Es gibt aber auch eine Strategie für Menschen mit Behinderung. Es gibt eine Roma-Strategie. Das heißt, es gibt nicht nur die Gleichstellungsstrategie als das große Overhead, sondern es gibt ein Netz von Strategien, die miteinander verlinkt sind. Und das ist wunderbar. Der dritte wunderbare Punkt war das. Was ist der vierte wunderbare Punkt? Dass wir eine tolle Gleichstellungskommissarin haben. Es ist wunderbar, dass wir Helena Dalli, eine Parteikollegin von mir aus Malta, haben, die Ministerin für Frauenrechte war, die wirklich eine Kämpferin für Frauensachen ist. Und das ist natürlich wichtig, dass eine Person das ganze Thema in der Hand hat, die das nicht nur macht, weil sie es machen muss oder weil sie kein anderes Dossier abbekommen hat, sondern die von Herzen aus Gleichstellungspolitikerin ist. Und was ist noch wunderbar? Dass wir, und ich möchte das Wort noch einfügen, die Mehrheit im Europäischen Parlament haben. Die der Gleichstellung aufgeschlossenen Parteien haben die Mehrheit im Plenarsaal. Es gibt eine Gruppe, die sich zusammengeschlossen hat. Das sind die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die grünen Fraktionskolleginnen und Kollegen, die von den Linken und die von den Liberalen, die sich auch in einer überparteilichen Gruppe, die sich den Namen gegeben hat, All of Us, zusammengeschlossen haben, die miteinander kämpfen. Und dieses Mal haben wir wirklich auch noch ein wunderbares Glück bei den konservativen Frauen, bei der EVP, dass deren Chefin in Sachen Gleichstellung, Frances Fitzgerald, wirklich das Herz auf der Gleichstellungsseite hat. Das heißt, momentan können wir uns in einer relativ guten Mehrheit im Parlament zurücklehnen und können Dinge, die wir in die Abstimmung bringen, mit einem großen Zuvertrauen auf den Tisch legen, weil wir wissen, wir haben die Mehrheit. Das ist aber nicht gesichert für immer. Das wissen wir, die nächste Wahl kommt. Und wir wissen auch schon, dass bei dieser Wahl mehr Extremrechte ins Parlament gekommen sind, die ja als allererstes Gleichstellung an die Wand fahren wollen. Das heißt, 5 tolle Punkte. Es gibt eine Strategie. Die Strategie wird evaluiert und ständig weiterentwickelt, auch innerhalb der Strategiezeit. Wir haben Schwesterstrategien rechts und links. Wir haben eine tolle Kommissarin und wir haben die Mehrheit. Jetzt könnte man doch sagen, ey, das ist doch klasse. Da muss doch jetzt in Europa echt was vorangehen. Da steppt doch jetzt die Bärin, oder? Naja, wir haben aber auch 5 Dinge, die genau dagegen sprechen. Und es sind genau auch 5, die uns wirklich auch Schmerzen machen. Punkt 1. Als die neue Kommissarin ins Amt gehoben wurde und ihr Türschild abgeholt hat, die Kommissarin Dalli ging, ich sage das ein bisschen übertragen, im bildlichen Sinne, wollte ihr Türschild abholen, da hat sie bemerkt, oha, mein Türschild heißt gar nicht mehr Gender Equality, sondern mein Türschild heißt nur noch Kommissarin für Equality. Ich würde mal sagen, die ständige Hetzen und Schreien von der ganz, ganz rechten Seite, dass das Wort Gender ein absolut böses Wort ist, dass das Wort Gender Familien zerstören würde und das gesunde, normale Zusammenleben von Mann und Frau gefährdet, hat anscheinend auch in der Kommission von Frau von der Leyen verfangen. Denn wie lässt es sich erklären, dass noch die Vorgängerin vorher, die Frau Jourová, natürlich ein Türschild mit Gender Equality hatte und jetzt gibt es auf einmal nur noch Equality? Und da sind wir vorsichtig und denken uns, oh, es gibt also auch Gegenwind. Punkt 2. Wir haben immer noch das ganz große Problem, dass viele Themen, die für die Gleichstellung so massiv wichtig sind, in den Nationalstaaten geregelt werden. Und ich möchte ein Thema heranführen, das mir auch als ehemalige Lehrerin ganz fest am Herzen liegt. Das ist Bildung. Wie wollen wir in Sachen Gleichstellung vorankommen, wenn es uns nicht gelingt, die Stereotypen schon bei jungen Menschen aufzubrechen und zu sagen, das ist immer typisch weiblich und das muss immer typisch männlich sein und du bist rosarot und du bist hellblau. Und es geht nur mit Bildung. Und immer wieder merken wir das, wenn wir diese Punkte im Parlament ansprechen, dass es heißt, stopp, da sind die Mitgliedsländer zuständig. Also nochmal ein großer Minuspunkt, weil wir für bestimmte Bereiche einfach nicht die Zuständigkeit haben. Und ich denke, das muss man immer wieder ganz nach außen betonen. Punkt 3. Wir merken zusätzlich innerhalb Europas ein Erstarken von extremen Kirchen.
die evangelikalen Kirchen zum Beispiel, die sich auf einmal erdreisten, und ich sage es mit diesen Worten, fast schon erdreisten wollen, sich übers Grundgesetz zu stellen. Es sind nicht nur, wenn manche sagen, die Muslime, die hier die Scharia ausrufen. Nein, wir haben auch christliche Kirchen, die glauben, nicht nur sie wollen so leben, wie sie leben wollen, sondern sie wollen den anderen vorgeben, wie sie zu leben haben. Und dieses Erstarken, zum Beispiel der Evangelikalen, der extrem evangelischen, um es mal so zu nennen, das hat nichts mit normal evangelisch zu tun, das wissen wir alle. Das macht uns Sorge, weil das ist auch ganz schwer in den Griff zu bekommen. Als vierter Punkt, wir haben Nationalstaaten, die sich deutlich vom Kurs der Demokratie verabschiedet haben. Die haben mal geheiratet, in die EU zu kommen, das ist so ein bisschen wie eine Heirat, einmal Bussi hin und her und dann verspricht man sich, sie immer lieb zu haben und jetzt gehen sie fremd. Jetzt gehen sie fremd, nicht mehr auf der demokratischen Ebene, sondern sie verlassen die demokratische Ebene. Ich möchte ganz bewusst Ungarn und Polen ansprechen. Diese Mitgliedstaaten machen uns wirklich große Sorge. Und es machen uns aber auch andere Mitgliedstaaten Sorge. Es darf immer nicht nur Ungarn und Polen genannt werden. Denn es ist wohl so, dass man nationale Wahlen gut gewinnen kann, wenn man gegen Frauenrechte kämpft. Das heißt, es verfängt sich manchmal, dass ich dann im nationalen Bereich Stimmen bekomme, wenn ich auf einmal angeblich für die Familie nur kämpfe, aber nicht mehr für Frauen, wenn ich das Wort Frauen vergesse und nur noch das Wort Mütter in den Mund nehme. Und ich möchte noch einen fünften Punkt nennen. Wir haben jetzt gerade einen Punkt, in dem wir das erste Mal versuchen, dass wir das Geld, das aus Europa kommt, an Rechtsstaatlichkeit verknüpfen wollen. Und das heißt, dass Staaten, die nicht mehr rechtsstaatlich, demokratisch und die Menschenrechte einhalten, in Zukunft weniger oder kein Geld mehr aus der EU bekommen können. Und da ist für uns die Frage, schaffen wir es, dass Gleichstellung ein Teil dieses Screenings ist? Was ist denn Rechtsstaatlichkeit? Schaffen wir es, dass Länder, die sich klar gegen die Gleichstellung stellen, am Schluss eine Abmahnung in Sachen Rechtsstaatlichkeit bekommen? Noch sind wir nicht so weit, aber das wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zu den fünf guten Punkten am Anfang, fünf Punkte, die uns schwer machen und jetzt fünf Punkte als Conclusion, als Zusammenfassung. Wenn wir an ein Europa denken, an das Europa, das von außen als so wunderbar betrachtet wird, ich bin immer wieder in Afrika unterwegs. Da sagen die Leute, Europa ist ein Sehnsuchtsort. Wir möchten gern so leben, wie ihr lebt. Dann sprechen die Frauen in Afrika von fünf Punkten, die wir Frauen in Europa haben. Participation, Protection, also Partizipation, Protection als Schutz, Pay, Power und Peace. Jetzt sagen die Frauen von außen, Mensch, ihr europäischen Frauen, ihr habt das alles. Wir von innen sagen, nein, es ist noch nicht genug. Wir wollen die absolute Partizipation, zum Beispiel durch Parität. Wir wollen Gender Pay Gap, endlich, dass wir das Gleiche verdienen. Und das, glaube ich, ist das Geheimnis Europas. Von innen betrachtet ist Europa frauenpolitisch eine riesengroße Baustelle. Von außen betrachtet ist Europa gleichstellungspolitisch ein Sehnsuchtsort für ganz viele Millionen Frauen weltweit. Danke, das war mein kurzes Statement. Vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in das, was sich gerade im Innern des Europäischen Parlaments tut und auch diese Einordnung, was haben wir eigentlich schon erreicht, was fehlt noch und wo tun sich gerade neue Baustellen auf, die viel größer sind, als wir noch vor ein paar Jahren vermutet hätten. Ich möchte jetzt das Wort übergeben an den Blick aus der Wissenschaft, die Forscherin Frau Abels. Was sagen Sie denn dazu, was hier alles gesagt wurde? Wie ist Ihre Einschätzung zum Thema? Ja, ich kann einige Punkte aufgreifen, die auch schon genannt worden sind. Also ich fange mal an mit diesem Gruppenbild mit Dame, das Frau Onne erwähnt hat. Ich habe mir jetzt im Hintergrund sehr bewusst hier das Bild der neuen EU-Kommission reinplatziert, zusammen mit das Bild vom Kabinettssaal. Und da kann man sehen, ich gehe nochmal mit dem Kopf etwas zur Seite, es ist nicht nur das Gruppenbild mit Dame, es ist fast Parität. Und jetzt nach den Änderungen, die es gegeben hat, haben wir eine tatsächlich paritätische Kommission. Also das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Zu ein paar systematischeren Einordnungen zur Strategie. Also, dass wir eine Gleichstellungsstrategie haben für die EU, wieder haben, ist sehr wichtig. Das ist prinzipiell nichts Neues. Wir haben ja seit den 80er Jahren die Entwicklung von Aktionsprogrammen zur Gleichstellung von Männern und Frauen in der EU, die
viele wichtige Pilotprojekte finanziert haben, die aber häufig auch finanziell viel zu schlecht ausgestattet gewesen sind und in denen immer auch mal das ein oder andere legislative Vorhaben drin war. Das sind aber wichtige Vorläufer gewesen und wir haben seitdem in unterschiedlichen Formaten solche Gleichstellungsstrategien gehabt. Die hießen manchmal auch Roadmap oder eben, das ist dann mehr als nur eine Namensänderung, zuletzt dieses von Frau Neuchel auch erwähnte strategische Arbeitspapier, dieses Staff Working Document ohne jegliche Verbindlichkeit. Also da kann man sehen, dass gerade in den 10 Jahren davor unter Juncker, aber auch schon unter Barroso es einen massiven Abbau gegeben hat in der Kommission, was das Engagement für die Gleichstellung von Männern und Frauen betrifft. Aber ein paar Sachen lagen auch schon unter Juncker da, das muss man auch sagen. Die sind jetzt auch in der neuen Strategie wieder aufgenommen worden, werden fortgeführt. Ein paar von den alten legislativen Dossiers komme ich gleich noch mal ganz kurz drauf zu sprechen. Das Wichtige ist jetzt mit dieser Strategie, die seit März vorliegt, dass sie ambitioniert ist und dass sie zeigt, das sehr hohe Engagement der Kommission, und das ist kein zufälliges Engagement, sondern das hängt damit zusammen, dass Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin geworden ist und von der Leyen sich ja auch in ihrer Zeit als Bundesministerin für eine Reihe von frauenpolitischen, gleichstellungspolitischen Vorhaben ja stark gemacht hat, aber sie hat es natürlich nicht alleine durchgesetzt. Aber dieses Thema stark zu machen. Das hat sie ja auch schon bei ihrer Bewerbungsrede im Juli 2019 im Parlament deutlich gemacht, dass ihr das wichtig ist und dass sie da andere Zeiten sich auch wieder wünscht in der Kommission. Wie ist es jetzt auch zu bewerten, diese Strategie? Also ich habe schon gesagt, ambitionierte Ziele. Die Kommission zielt damit wieder darauf ab, eine Führungsrolle zu übernehmen. Die Kommission hat lange von sich gesagt, dass die EU das fortschrittlichste gleichstellungspolitische Regime weltweit ist. Daran hebt ja durchaus auch Frau Neuchels Einschätzung ab, wie das von außen gesehen wird. Aber von innen zeigt sich dann eben, dass es doch viele Lücken gibt und es nicht immer so paradiesisch ist. Und dass wir auch große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten haben. Das muss man auch sehr deutlich sehen. Positiv ist also, dass die Kommission jetzt hier wieder eine Führungsrolle einnehmen will und ein dynamisches Instrument, eine dynamische Strategie vorgelegt hat. Man könnte sagen, diese Strategie ist durchaus sowas wie ein neues Kapitel, was aufgeschlagen wird, was aber auch zustande gekommen ist, weil es von Seiten der Sozialdemokratinnen auch im Europäischen Parlament und von der breiteren Allianz, die Frau Neuchel auch schon angesprochen hat, es auch Druck und Unterstützung gegeben hat, hier wirklich gleichstellungspolitisch jetzt wieder einen Sprung nach vorne zu machen. Das andere wichtige Punkte daran sind, dass es eben nicht nur das Papier ist, sondern mit der Kommissarin Dalli jemand da ist, der für diese Strategie auch zuständig ist. Es gibt dazu ja auch die Taskforce, also eine Arbeitsgruppe, in der aus allen sogenannten Generaldirektionen der Kommission dann Delegierte drin sind, um dieses Mainstreaming, das Gender Mainstreaming durch die Arbeit der Kommission durchzuziehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Was ich kritisch sehe, dass aber die Kommissarin Dalli keine eigene große Generaldirektion hat. Dass sie ja zugreifen kann auf 2 Arbeitseinheiten innerhalb von anderen Kommissionen, aber keine eigene Generaldirektion, also kein eigenes Ministerium, würde man sagen, hat. Das ist von den Arbeitsbedingungen dann her ein bisschen schwieriger ist. Es gibt, weil wir sollten natürlich jetzt auch einzelne Frauen nicht zu hohe Erwartungen immer an die stellen, aber man muss sagen, positiv ist auch, dass es auch unter den Kommissarinnen und teils auch unter den Kommissaren durchaus sehr starke Befürworterinnen gibt, Feministinnen. Also wenn sie
etwa an Johansson, die Innenkommissarin, denken, die eigentlich immer ein kleines Kette mit Frauenzeichen trägt. Die Jourová, die wieder auch zuständig ist mit für diese Sachen, Margarete Vestager, Urpilainen. Also kein Zufall, dass es vor allen Dingen sehr stark auch die skandinavischen Kommissarinnen sind. Und auch Timmermans, Vizepräsident, sagt auch von sich selber, dass er Feminist ist. Also es gibt durchaus auch eine breitere Unterstützungsstruktur innerhalb der Kommission und im Kabinett für diese Politik. Und das ist wichtig und das ist ganz, ganz wichtig auch für ein Gender Mainstreaming. Im Hinblick auch auf weitere wichtige Themen, die schon kurz angeschnitten wurden. Wir brauchen natürlich auch ein Gender Mainstreaming, was den Green Deal betrifft, als eines der zentralen Projekte zum ökologischen Umbau der Europäischen Union. Wir brauchen das im Hinblick auf die Digitalisierung. Das ist ein Punkt, der in der Strategie auch eben auftaucht, weil wir langsam anfangen zu verstehen, dass auch künstliche Intelligenz durchaus Geschlechterstereotype fortschreiben kann, geschlechterdifferenzierende Wirkungen hat. Und Gesundheit ist natürlich ein wichtiger Bereich, der uns durch die Pandemie jetzt nochmal deutlich geworden ist, dass wir da Gender Mainstreaming brauchen. Aber etwa auch in der Gesundheitsförderung, zum Beispiel der Fokus, es taucht in der Strategie kurz auf die Brustkrebsforschung zu legen, weil Brustkrebs für Frauen durchaus eine sehr relevante Krebsart ist. Ganz kurz zu den Instrumenten. Neue legislative Instrumente sind ja sehr schwach in der Strategie. Also da wird jetzt noch nicht vorgeschlagen, viele neue Gesetzesvorhaben zu machen. Da geht es dann nochmal um das Gender Pay Gap. Das geht gerade in eine ganz gute Richtung. Was ich positiv finde, dass auch nachgedacht wird, wie kann man im Hinblick auf das Thema Gewalt gegen Frauen, was ein zentrales Thema in der Strategie ist, auch Alternativen suchen. Das, was ja seit Jahren ja hängt, ist der Beitritt der EU zur sogenannten Istanbul-Konvention des Europarates, die eine Konvention gegen häusliche Gewalt, die Staaten auch verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen. Es gibt einige Staaten, und das sind vor allen Dingen osteuropäische Staaten, auch die vorhin schon genannt wurden, die dieser Konvention nicht beitreten wollen, weil da der Begriff Gender gebraucht wird und weil sie finden, das ist sozusagen ein Eingriff in die natürlichen Rechte der Familie. Und dass von der Leyen auch mit der Strategie nachdenkt, wie kann man denn über die normale EU-Gesetzgebung auch versuchen, aktiv zu werden, also Gewalt gegen Frauen zu einem sogenannten Eurocrime zu machen, zu einem Euro-Verbrechen, das dann auch entsprechend geahndet werden kann, ist ein wichtiger Punkt. Die außenpolitische Strategie, die jetzt gerade verabschiedet worden ist, übrigens auch wieder mit Vorbehalten von ungarisch und polnischer Seite im Hinblick auf die Entwicklungspolitik, weil da das Begriff Gender auftaucht, ist ein positiver Punkt. Geld ist der Punkt, der meines Erachtens im Moment immer noch am unklarsten ist in dieser Strategie. Also zum Stand der Dinge. Positiv ist, dass sich ja das Parlament, der FAM-Ausschuss, Frau Neuchel hat es erwähnt, für die Strategie ausgesprochen hat. Ich gehe davon aus, dass die auch im Plenum angenommen wird. Auch der Rat, der EBSCO-Rat für Soziales, hat sich letzte Woche gerade hinter die Strategie gestellt. Das schafft natürlich eine andere Verbindlichkeit dafür. Es gibt im Hinblick auf Gewaltbekämpfung ganz neu als Teil der deutschen Ratspräsidentschaft jetzt eine Verabredung von 22 Staaten zumindest, eine europaweite Nummer, eine Hotline einzurichten, eine Nummer, unter der eben Gewaltopfer dann auch anrufen können und würden dann weitergeleitet an ihre nationalen entsprechenden Hotlines. Aber wo man keinen Erfolg nach wie vor hat, ist eben, was diese Istanbul-Konvention betrifft, der Punkt, Frauen in Führungspositionen, der stark gemacht wurde, hängt durchaus noch. Da gibt es keinen Fortschritt.
Die anderen Strategien sind ein wichtiger Punkt, das ist sehr klar. Und das, was jetzt natürlich auch ansteht, was heißt eigentlich geschlechtergerechte Wirtschaft? Positiv ist, dass auch der Rat gesagt hat, er will jetzt in Richtung nach Strategie zu Equal Pay, also zur Lohngleichheit eben gehen. Aber was Geschlechtergerechtigkeit dann auch jetzt heißt im mehrjährigen Finanzrahmen und ob das möglich ist, das mit dem Rechtsstaatskriterium zu verbinden, das ist die offene Frage. Und da mache ich erstmal den Punkt. Danke. Ja, auch Ihnen vielen herzlichen Dank. Jetzt sind wir schon mittendrin mit Ihnen in der Frage, was steht denn da genau drin in diesem Strategiepapier und wie kann man das überhaupt umsetzen und wie sinnvoll ist was da drin steht und was kann überhaupt die EU machen und was bleibt dann doch den Nationalstaaten überlassen. Ich möchte aber, bevor wir jetzt hier in die Diskussion auf dem Podium einsteigen, einmal noch einen Gedanken aufgreifen, den schon die Vorrednerin Frau Linda Matzke zum Beispiel erwähnt hat. Es gibt den Chat und in diesem Chat können Sie sich alle beteiligen und uns löchern mit Fragen. Es gibt hier viel Fachwissen und nur Sie wissen, was aus diesem großen Themenbereich Sie am allermeisten interessiert und was Sie gerne wissen möchten. Deshalb nutzen Sie den Chat. Im Laufe der Diskussion wird dann Linda Matzke hier einmal auf die Bühne springen und einen Überblick geben, was da die wichtigsten Fragen sind, was die heißesten Diskussionen sind, die parallel online stattfinden zu dem, was wir hier diskutieren. Und bevor wir in dieser Runde diskutieren, möchten wir natürlich auch in dieser etwas kleineren Runde hier erst nochmal einige Aspekte aufgreifen und vertiefen. Und zunächst lassen Sie uns aus den Weiten der EU zurückkehren nach Niedersachsen und den 2,2 Millionen Frauen, für die Sie stehen. Frau Övermühle-Mühlbach, wofür setzt sich der Landesfrauenrat ein? Was sind da die Gleichstellungsthemen, die Sie gerade beschäftigen, aktuell und über den Tag hinaus? Ja, ich bedanke mich auch erstmal, dass wir vom Landesfrauenrat hier heute mit dabei sein dürfen. Ein wichtiges Thema Europa. Allerdings ist bei uns ja eben auch Niedersachsen und Niedersachsen erstmal aktuell. Ich vertrete 60 Frauenverbände, 2,2 Millionen Frauen. Wir sind loyal unterwegs und vertreten natürlich ganz viele verschiedene Themen oder Meinungen auch. Allerdings sind wir, was die Gleichstellung angeht, alle einer Meinung. Wir brauchen die Gleichstellung, wir wollen die Gleichstellung und wir wollen sie auch ziemlich zügig. Und was bei uns also im Moment ein ganz wichtiges Thema ist, ist natürlich die paritätische Besetzung der Parlamente. Was wichtig ist, weil wenn wir das umsetzen würden oder wenn das umgesetzt wird, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr über so viele Themen zu reden, weil dann ist eben die weibliche Meinung beziehungsweise das, was Frauen angeht, einfach präsent. Jetzt natürlich am 26. oder am 25. November, es war Orange the Day und haben wir uns natürlich auch an der Aktion hier in Hannover beteiligt und auch an den anderen Standorten. Und uns ist natürlich die Istanbul-Konvention auch ganz wichtig, weil häusliche Gewalt und die Gewalt gegen Frauen und Kindern und Mädchen eben einfach auch uns unter den Nägeln brennt und wir dagegen was tun möchten. Sie erwähnten es eben schon, was ich sehr interessant finde am Landesfrauenrat, dass da so viele unterschiedliche Organisationen mitmachen und auch Leute aus vielen verschiedenen politischen Ambitionen. Sie selber kommen aus der CDU, es gibt Leute aus der SPD, von den Grünen, also von allen möglichen Parteien, aus Kirchen. Gibt es denn da so ein paar Punkte, wo Sie das Gefühl haben, so ähnlich wie das Frau Neuchel eben fürs Europäische Parlament geschildert hat, da gibt es auch so einen Konsens, der über Partei und Weltanschauung hinausreicht? Gibt es das da auch? Gibt es da ein paar Punkte, wo Sie das Gefühl haben, da sind wir eigentlich alle dran und da ärgern wir uns jedes Mal immer wieder drüber, dass die noch nicht erreicht sind? Ja, das war ja ein Thema, was ich gerade schon gesagt habe, was ganz, ganz wichtig ist. Das ist eben die paritätische Besetzung der Parlamente und das nicht nur Land im Land, sondern auch in den Kommunen. Weil, wie gesagt, wenn wir da eine Parität oder wenn wir da eine Gleichstellung hätten, wenn wir da eine gleichgeschlechtliche Verteilung der Positionen hätten dann wäre das einfach was anderes. Dann bräuchten wir, wie gesagt, nicht über diese Themen zu reden. Das wäre einfach
die weibliche Stimme ist da, die wir hören, die männliche Stimme ist da, die wir hören. Wir können darüber reden und wir können darüber diskutieren, aber es muss eben weiblicher werden und die muss eben gehört werden, diese Stimme. Und das ist bei uns einfach das Thema auch, also das, was alle Mitgliedsverbände eint, dass wir das möchten. Gab es für Sie eigentlich einen Anstoß oder etwas, wo Sie gesagt haben, das war der Moment, wo Sie das Gefühl hatten, ja, also Frauen politisch aktiv werden, das ist genau mein Ding? Jetzt mein persönlicher, ja, natürlich. Also ich bin recht gleichberechtigt aufgewachsen, habe eine ganz tolle Familie gehabt, wo meine Mutter immerzu auch gesagt hat, was du kannst, das kannst du, was du machst, das machst du, das ist gut und du brauchst dich vor nichts zu verstecken. In meiner Beziehung ist das auch so und irgendwann habe ich dann gemerkt, als ich in die Politik gehen wollte, da war eine Barriere. Da waren auf einmal ganz viele Männer, die anderer Meinung waren und die meinten auch, Frauen brauchen nicht, wir brauchen keine Frauen, wir können das alleine. Und da habe ich mir dann überlegt, das ist mein Ziel, ich möchte frauenpolitisch unterwegs sein, ich möchte Themen bearbeiten, nicht frauenspezifische Themen, sondern einfach Themen eine Weiblichkeit geben und einfach auch den weiblichen Blick auf Themen wie die Wirtschaft, wie Kultur, Religion, Schule, all das geben. Das war meine Ambition, damals in die Politik zu gehen und mich auch für Frauenpolitik eben einzusetzen. Wir haben bisher eine ganze Reihe von Themen angesprochen. Wir werden jetzt versuchen, in der Diskussion systematisch das nochmal aufzubereiten. Ich möchte daran anknüpfen, was immer mal wieder anklang, zum Beispiel bei Frau Neuchel. Es gibt ja so zwei große Strömungen im Moment. Einmal eine gefühlte Aufbruchsstimmung, die es gibt, oder ein größeres Gefühl, da sitzen jetzt gerade auf europäischer Ebene ein paar Frauen, die das sehr ernst meinen mit der Gleichstellung und die das wirklich vorantreiben wollen. Andererseits gibt es auch die anderen, die Länder, die sich wieder auf ein traditionelles Familienbild zurückziehen, die gegensteuern. Es gibt einen Aufstieg der Rechten. Bleiben wir erstmal beim ersten Punkt. Teilen eigentlich alle hier in der Runde die Meinung, dass es eine wichtige Personalie ist, dass da jetzt Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin ist oder dass es generell eine Frau ist, die da an dieser Stelle ist? Frau Onier gerne. Ja, natürlich ist das ganz entscheidend, dass eine Frau jetzt sichtbar ist und dass eine Frau auch Zeichen setzt. Es war ja die Besetzung jetzt der Kommission paritätisch. Das sind ganz wichtige Signale, die wir brauchen. Ich will aber auch noch mal sagen, dass ich trotzdem sage, es müssen jetzt, das sind erste Taten, aber wir müssen insgesamt schauen und das eint mich mit dem Landesfrauenrat. Wir müssen auch in anderen Bereichen dafür sorgen, dass es eine echte Parität gibt. Also wenn jetzt eben angesprochen wurde, dass eben Frau Dali eine andere Ausstattung hat als andere Männer mit anderen Dossiers, dann ist das ein Punkt, auf den man wirklich auch sehr kritisch hinweisen muss. Weil das ist ja schon, oder dass sie zum Beispiel in der Zuständigkeit sich plötzlich eine andere Zuständigkeit wiederfindet. Das sind Bereiche, wo man sagen muss, warum ist das so und warum ist das auch unter einer weiblichen Führung so? Ja, da würde man ja denken, dass es einfach da auch ein Stück weit vorangeht. Das sind Punkte, wo ich dann manchmal glaube, dass, oder manchmal denke, ob dieser wir haben ja in der Frauenpolitik immer so dieses zwei oder dreimal drei Schritte vor und dann wieder so einen halben zurück, ja. Und das ist immer so was, wo ich denke, jetzt sind wir mal so weit, jetzt haben wir eine Kommissionspräsidentin, jetzt muss es auch in anderen Sachen richtig massiv schnell vorangehen. Und ich will vielleicht eine Sache ein bisschen provokant sagen, weil das eben auch schon angeklungen ist, der Green Deal. Im Green Deal hat jetzt hat die Kommission und das Europäische Parlament, also alle gemeinsam, haben wir gesagt, wir wollen Europa bis 2050 klimaneutral bekommen. So, eine Verpflichtung, der sich auch die Mitgliedstaaten verpflichtet haben und die das jetzt mit umsetzen müssen. Warum haben wir so eine Verpflichtung eigentlich nicht für die Gleichstellung? Also warum ist es nicht so, dass wir sagen, wir wollen in Europa bis 2030 verpflichtend Quoten haben? Wir wollen bis 2030 bestimmte Dinge gemeinsam voranbringen. Warum ist das nicht so ein Ziel, was eigentlich selbstverständlich für uns ist? Und warum ist das nicht was, das man auch mit etwas mehr Werf nach vorne bringt?
Ich möchte diese Frage gerne tatsächlich auch groß an die Runde stellen. Ist man immer noch zu zögerlich, damit wirklich, genau, ich sehe da an dem Bildschirm zu meiner Rechten hebt sich die Hand. Frau Neuchel, was sagen Sie dazu? Sie müssen noch einen Augenblick glauben, Sie sind noch nicht laut geschaltet. Jetzt. Oh, Entschuldigung, meine Vorrednerin hat mir jetzt gerade eine Steilvorlage gemacht. Genau für das kämpfen wir momentan. Wir kämpfen momentan innerhalb der Vorbereitung fürs Parlament für einen Care-Deal. Und wir wollen bewusst das gleiche Wort Deal. Wir wollen keine Care-Strategie, wir wollen kein Care-Arbeitspapier, sondern wir wollen einen Care-Deal und Care allumfassend genannt. Nicht nur immer dieses Defizitäre, sondern Care bedeutet, sich dem Lebenden zuwenden. Care bedeutet, das zu tun, was eigentlich Leben ist. Und es ist ja nicht Wirtschaft leben und Care wäre so ein bisschen das dazwischen, sondern es ist genau andersrum. Care, eine Familie sein, Kinder zu bekommen, älter zu werden, krank zu sein, das ist das eigentliche Leben und dafür kämpfen wir gerade. Und da haben wir gerade so ein bisschen eine Fehde mit der EVP, mit den konservativen Frauen, die sagen, lasst uns eine Strategie machen, eine Care-Strategie. Und wir sagen, nein, wir wollen das gleiche Wort und wir wollen vor allen Dingen die gleiche umfassende, den umfassenden Blick. Und wir wollen auch, und so ist es beim Green Deal ja auch, dass auch Punkte drin sind, die Mitgliedstaaten umzusetzen haben. Denn wir sind doch noch beim Steuersystem und bei vielen Dingen so weit hinten. Und das alles gehört zum Care Deal. Und was der genau, Care Deal ist. Was genau kann ich mir denn konkret unter dem Care Deal vorstellen? Was werden denn dann ganz konkret für Punkte drin verankert? Ja, wenn wir über Partizipation reden, dann reden wir immer drum, wer darf auf welchen Chefposten. Wir reden aber auch über Partizipation, wenn es darum geht, Care-Arbeit, unbezahlte Arbeit, gleich aufzuteilen. Das ist auch Partizipation, das Gleichaufteilen zwischen Männern und Frauen. Die Bezahlung natürlich für Care-Berufe anders zu gestalten, anders einzustufen. Es darf keine Rentenlücke für Menschen geben, meistens sind es Frauen. Es darf keine Rentenlücke für Menschen geben, die viel Zeit, viel Kraft und viele Jahre für das Wohlergehen anderer Menschen aufgebracht haben. Genau die sind bei uns altersarm. Die Menschen, die am meisten wirklich für andere getan haben, sind bei uns altersarm. Die Menschen, die einen Bausparvertrag abgeschlossen haben und fürs eigene Haus gespart haben, die nicht. Das ist der Unterschied und deswegen wollen wir einen Care-Deal, was groß allumfassendes, das, wie meine Vorrednerin gesagt hat, eindeutig klare Ziele setzt. Denn ich glaube, das wäre auch die Stärke von Europa. Das könnte Europa. Was genau kann denn die EU beschließen, was dann auch die Nationalstaaten verbindlich umsetzen können? Sie schilderten es ja vorhin schon am Beispiel der Bildung. Es gibt viel, was man gerne erreichen würde, aber man darf das gar nicht, weil das eben nicht die Aufgabe der EU ist. Aber gerade in dieser Bezug dieser Care-Arbeit, was kann da die EU an verbindlichen Vorgaben machen, an die sich dann auch wirklich alle halten müssen? Vielleicht sogar Polen und Ungarn. Das sind ja immer Prozesse. Es gibt nicht einen Tag, wo wir diese Vorgaben machen, sondern wir arbeiten natürlich darauf hin, dass die EU irgendwann auch böse Briefe verschicken kann in Form von dein Steuerrecht diskriminiert Frauen. Dein Steuerrecht diskriminiert diejenige, die bei uns die angebliche Zweitverdienerin ist. Ich meine, man muss mal sagen, wir sind in einem Europa, wir haben Antidiskriminierungsrichtlinien und anscheinend ist es okay, dass Steuerrecht diskriminiert. Das darf nicht sein. Wir wünschen uns, dass es hier zu einer Ping-Pong-Situation zwischen Europa und den Staaten kommt und dass wir uns so nach oben weiterentwickeln. Frau Onee sagte in ihrem Eingangsstatement, ohne klare Regeln oder ohne Druck, ohne gesetzliche Vorgaben geht es nicht. Wenn man Leute im Bereich der, also Pflege ist ein Beispiel, auch die Arbeitswelt, die Frage, wie viele Frauen sitzen eigentlich in Führungspositionen, wie viele Frauen werden gleich gut bezahlt wie Männer für das, was sie tun. Wie ist die Haltung des Landesfrauenrats oder auch Ihre persönliche? In welchen Bereichen brauchen wir mehr verbindliche Vorgaben, damit sich wirklich was bewegt? Also wir finden in jeder Hinsicht, in jeder Organisation, in jeder Situation brauchen wir eine verbindliche Vorgabe, weil wir sonst unsere weibliche Stimme in diesen Situationen einfach oder in diesen Gremien nicht hören und nicht sehen. Und dann kämpfen wir weiter oder reden weiter über Care-Arbeit und wer ist dafür zuständig, wie ist die Bezahlung? Gibt es eine bessere Bezahlung, eine schlechtere Bezahlung? Und wenn wir im Vorfeld schon, also wenn wir einfach sagen, wir brauchen eine Gleichstellung in all diesen, auf allen Ebenen,
und eine weibliche Stimme oder die weibliche Stimme gleich mit der männlichen Stimme, dann brauchen wir uns über solche Dinge einfach auch nicht mehr unterhalten. Weil dann ist das eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen und Männer gleiches Geld für die gleiche Arbeit bekommen. Und das auf jeder Basis. Also, Frau Abels, wie sehen Sie das? Was kann die EU machen, um die Aufstiegschancen von Frauen zu verbessern und auch die gleiche Bezahlung von Frauen besser durchzusetzen? Was sind da Stellschrauben, die tatsächlich die EU drehen kann? Ja, erstmal ist, glaube ich, bei dieser Frage wichtig zu sehen, dass die EU ja schwache sozialpolitische Kompetenzen hat. Die EU ist immer stark, wenn es um Marktregulierung geht. Das hängt mit der Konstruktion des Binnenmarktes zusammen. Und das führt dann ja manchmal auch zu sehr befremdlichen Dingen, dass etwa sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz dann geahndet oder auch nicht nur am Arbeitsplatz und die Strategien auch zur Gewalt dann erfolgreich sind, weil Frauen, die zu Hause Gewalt erfahren, sind häufiger krankgeschrieben und sind dann nicht so stark auf dem Arbeitsmarkt präsent. Also viel von dieser EU-Politik, wenn sie erfolgreich sein muss, immer durch dieses Nadelöhr des Binnenmarktes gehen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Und in der Sozialpolitik sind nach wie vor die Mitgliedstaaten die starken Akteure. Die EU macht da nur sehr komplementär wenige Dinge, die vielfach wichtig sind, gerade auch für Gleichstellung. Aber alles, was an Sozialpolitik mit Verteilungspolitik zu tun hat, ist eben nicht auf EU-Ebene angesiedelt. Konkret jetzt ist es für die gleiche Bezahlung, das muss man ja sagen, der Lohngleichheitsgrundsatz ist seit 1958 in den Verträgen drin, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Später dann gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Aber wir kennen das aus den ganzen Statistiken nach wie vor nicht durchgesetzt. Und das, was eine wichtige Strategie ist, jetzt auf Lohntransparenz erstmal zu setzen, auf Informationsrechte für Betroffene und auf Informationspflichten für die Arbeitgeberseite. Also man sollte es meines Erachtens nicht so machen wie das bestehende deutsche Gesetz, sondern ein sehr viel stärkeres europäisches Gesetz machen, was Lohntransparenz eben erstmal regelt. Das ist ein wichtiger Ausgangspunkt. Also ich würde dazu gerne mal sagen, es ist sicherlich ein Mix aus mehreren Maßnahmen. Also das eine ist, es ist ja eben angesprochen worden, wenn ich als Frau, die benachteiligt wird im Erwerbsleben, was den Lohn anbetrifft, wenn ich ein gleiches Recht einklagen will, brauche ich die Transparenz. Also ich muss ja wissen, dass mein männlicher Kollege, der die gleiche Arbeit macht, eben entsprechend mehr verdient. Da war die Initiative der Europäischen Kommission wirklich sehr hilfreich, denn sie hat ja die Mitgliedstaaten auch hier verpflichtet. Und ich will noch mal darauf hinweisen, dass wir ja auch mit dem Europäischen Gerichtshof ja auch eine starke Instanz haben, die immer wieder im Bereich Gleichstellung auch deutlich gemacht hat, dass es hier um einklagbare Rechte auch geht von Frauen. Das finde ich sind so zwei Punkte, die man sehen muss. Also einmal ist die Kommission den Mitgliedstaaten schon aufgibt, bestimmte Sachen umzusetzen. Das machen die dann schleppend. Ich habe ja zwei Beispiele genannt in Deutschland. Da haben wir ein bisschen Nachhilfe gebraucht und auch die Androhung eines Vertragsverletzungsverfahrens, um das mal so deutlich zu sagen. Aber wir haben es dann gemacht. Dann der Europäische Gerichtshof, wo man also bestimmte Dinge auch einklagen kann und der da auch steht für eine Stärkung der Frauen. Und das Dritte, und das ist mir wichtig und das finde ich geht jetzt, das kommt ein bisschen zu kurz. Ich finde, es geht auch um Blame und Shame. Also wir müssen auch deutlich sagen, wie die Zahlen sind und wir müssen auch, wir Frauen sind doch viele, wir müssen auch deutlich machen, dass wir bestimmte Dinge uns nicht mehr gefallen lassen. Also wenn ich sehe, ich habe vorhin das Albright-Ranking mal angeführt, also wie viele Frauen sind denn in börsennotierten Unternehmen im Vorstand. Ja? Und wenn ich dann sehe, dass von 160 börsennotierten Unternehmen nur zwei ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis hatten, ja? Das ist eine Erhebung von 2020, dann muss man
man das auch mal sagen. Man muss auch sagen, welche Unternehmen sind vorbildlich und machen das. 57 Unternehmen haben mindestens eine Frau im Vorstand, erreichen aber nicht 40%. Und 101, nochmal, von 160 börsennotierten Unternehmen haben keine einzige Frau im Vorstand. Das mal als Beispiel gesetzt. Das ist was, was wir uns nicht bieten lassen dürfen. Und wo man in der Öffentlichkeit deutlich machen muss, dass wir hier eine Forderung haben, dass in den Unternehmen, um nur den Wirtschaftsbereich mal anzusprechen, wir können auch auf die Parlamente kommen, wo es ja genauso dramatisch ist, sind wir uns auch völlig einig im Landesfrauenrat. Wenn wir die Frauen nicht an den Stellen haben, wo man Ungerechtigkeit auch bekämpfen muss, dann ist das immer schwierig. So, und deswegen finde ich, müssen wir auch nochmal darüber reden, wie kann man eigentlich auf der europäischen, auf der Mitgliedstaatsebene und auch hier vor Ort auf der regionalen Ebene, also auf der Bundesländerebene, wie kann man da tatsächlich auch gemeinsam deutlich machen und kraftvoll die Stimme erheben, um sich um die Zustände zu verändern. Frau Nee, sind Ihrer Meinung nach die Frauen noch viel zu leise und regen sie sich nicht genug auf? Gerade die jungen, gut qualifizierten oder auch älteren, gut qualifizierten, die eigentlich sehr wohl Führungspositionen übernehmen könnten und in Aufsichtsräten sitzen könnten und in der Politik an vorderster Front sein könnten. Naja, gucken Sie sich doch die Folgen der Corona-Pandemie an. Ich meine, das hat die Frauen getroffen. So, und wo ist dann der Aufschrei? Ja? Also ich meine, es gibt jetzt erste wissenschaftliche Studien und der DGB hat dazu wirklich gute Sachen auch gemacht. Aber da frage ich mich schon, vielleicht ist es jetzt auch eine, ich will jetzt nicht, ich möchte die Frauen auch in Schutz nehmen. Ja, das ist jetzt auch eine, also, aber trotzdem finde ich, dass man deutlich machen muss, dass wir einen Zustand haben. Ich bin seit 1990 in der Politik und bin in verschiedenen Bereichen der Sachsen tätig. Ich muss mal sagen, ich will jetzt hier nicht mehr Wasser in den Wein schütten. Europa ist da wirklich eine Treiberin auch in Sachen Gleichstellung. Aber ich bin manchmal ehrlich gesagt ein bisschen fassungslos. Ja, und ich finde, wir Frauen müssen lauter werden. Wer auf jeden Fall lauter werden kann, sind alle Sie, die bisher stumm nur per Chat sich an der Diskussion beteiligen können. Linda Matzke ist jetzt hier zu uns gekommen. Lieber Linda, was sind die heißen Themen im Chat und was sind die drängendsten Fragen, die sich stellen? Ja, also im Chat ist wirklich viel los. Wir haben viele Bemerkungen und Hinweise am Anfang erhalten, nachher auch Fragestellungen. Ich gebe einiges davon wieder. Gleich am Anfang wurde auch gesagt, als wir über einige EU-Staaten gesprochen haben, dass wir von populistischen Parteien lernen können, dass wir uns in Bezug auf Gender-Themen viel stärker vernetzen müssen und viel mehr mit einer Stimme sprechen müssen und kommunizieren sollten. Auf den Hinweis von Bildung in dem Bereich wurde hingewiesen. Auch Quoten, die ja angesprochen worden sind, wurden im Chat hervorgehoben, ne, dass das wichtig ist, um einen großen Schritt in Richtung Gleichstellung zu machen. Der Chat drehte sich viel um die traditionellen Familienbilder, die wieder stärker in einigen Ländern sich etabliert haben. Und da wurde gesagt, Familie ist inzwischen viel diverser als das klassische Mutter-Vater-Kind-Modell. Hier bedarf es großer Nachsteuerung. Und es wurde auch gesagt, Gender-Themen sind nur ein Aspekt in Bezug auf Diversität. Wichtig ist es, die einzelnen Gruppen nicht gegeneinander auszuspielen und einen intersektionalen Ansatz zu verfolgen. Und als Professor Abels von dem Gender-Mainstreaming gesprochen hat, wurde die Frage gestellt, brauchen wir nicht eher ein Diversity-Mainstreaming? Dann in Bezug auf Polen und Ungarn wurde wiederum die Frage gestellt, bestärkt die Wiederholung, dass vor allem Polen und Ungarn sich antifeministisch entwickeln, nicht genau diese Entwicklung? An Maria Neuchel gab es dann direkt die Frage formuliert, als sie ihren Kurzbeitrag gehalten haben und die Zielstellung, die wir noch erreichen müssen, für Frauen vorgestellt hatten. Wie wird das nun eigentlich umgesetzt? Wie gehen wir da vor, um diese Ziele zu erreichen? Es gab den interessanten Hinweis, die Fragestellung, dass wir in Deutschland in einer besonderen Situation waren. Es wäre nämlich möglich gewesen, dass die beiden Volksparteien mit Kanzlerkandidatinnen ins Rennen gegangen wären. Warum ist es aus Ihrer Sicht nicht dazu gekommen, dass es ein Duell Andrea Nahles gegen Annegret Kamm-Karrenbauer gegeben hat? Ganz stark vertreten war auch der Bereich Frauen mit Migrationshintergrund, die in der Wirtschaft und in der Politik deutlich unterpräsentiert sind. Wie berücksichtigt die Gleichstandsstrategie der Europäischen Union eben diese Frauen und welche Perspektive ist eben gegeben für Frauen mit Migrationshintergrund? Die Frage soll direkt gestellt werden an Professor Abels und Birgit Uné. Dann war das Thema Forschung ganz groß, hier unter anderem mit den Unterbereichen häusliche Gewalt. Es gab die Frage, gibt es auf europäischer Ebene auch
auch Forschung oder Projekte dazu, wie weniger Menschen überhaupt zu Täter werden. Dann gab es den Hinweis, dass die EU sehr viel Geld für Forschungsförderung ausgibt. Wie wird hier kontrolliert, dass die antragstellenden Konsortien geschlechtergerecht zustande gekommen sind und Frauen dort genauso viel Anteil haben an Geld und Einfluss wie Männer? Und auch die Frage, was tut die EU eigentlich dafür, dass in den Inhalten der Forschung Geschlechteraspekte verpflichtend enthalten sind, beispielsweise wenn es um medizinische Forschung geht. Ja, und dann direkt vielleicht nochmal an Maria Neuchel zum Thema Care-Arbeit. Da gab es die Frage, ob ein europäisches Grundeinkommen eine Idee wäre, um Care-Arbeit zu fördern. Das an dieser Stelle. Nur ein Auszug der Fragestellung. Okay, ich glaube, wenn wir wirklich alle diese Fragen umfassend und in der Tiefe beantworten, dann sitzen wir hier noch um Mitternacht, was wir sehr gerne täten angesichts dieser schönen Kulisse im Theater, aber ich fürchte, so lange möchte uns dann doch keiner an den Bildschirm zuhören. Ich danke Ihnen sehr für die interessanten Beiträge und ich werde ein paar aufgreifen und in die Diskussion einspeisen. Bleiben wir mal vielleicht erst bei dieser Sicht auf die Länder. Polen, Ungarn wurden ja schon häufiger genannt. Also am Anfang, die EU basiert ja ein Stück weit darauf und auch der Erfolg einer Gleichstellungsstrategie basiert darauf, dass es so einen gewissen Konsens innerhalb der Mitgliedsländer gibt, wo man ist und wo man gerne hin möchte. Nun gibt es gerade einige Länder, die diesen Konsens aufbrechen, die sich nicht mehr an demokratische Spielregeln halten, die auch wieder angeblich traditionelle Familienmodelle hochleben lassen, die nur Männer, Frauen und sonst nichts als Paarkonstellationen zusehen. Wie geht man denn damit um? Und warum sind gerade diese traditionellen Familienmodelle wieder stark? Oder hat man in einer solchen Lage überhaupt die Chance, Verbesserungen durchzusetzen? Gerne offen an die Runde, wer immer sich berufen fühlt, sich das Mikro zu schnappen oder sich laut zu schalten und auf die Frage einzugehen. Also was macht man denn mit so einer EU, wo eben auch solche Länder mit dabei sind? Naja, also wenn ich jetzt mal, ich gehe da einfach jetzt mal rein und sage da mal was dazu. Also man muss ja mal sagen, das ist Maria Neuchel hat darauf hingewiesen. Wir haben ja mit Polen und Ungarn gerade auch die Rechtsstaatlichkeitsdebatte. So, und es gibt ja jetzt zum ersten Mal den Versuch, dass man sagt, also wenn sich bestimmte Staaten nicht an rechtsstaatliche Prinzipien halten, dann sollen sie eben auch nicht aus den Mitteln der EU profitieren. Jetzt mal sehr, sehr vereinfacht dargestellt. So, und jetzt sind wir genau bei der Frage, ist Gleichstellung, das hat vorhin Maria Neuchel gesagt, ist das ein gemeinsam von den Mitgliedstaaten getragener Wert? Und ich finde, das leitet sich ganz deutlich aus dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union ab. Natürlich ist die Gleichstellung ein Wert, auf den sich die Mitgliedstaaten verpflichtet haben. So. Und wenn jetzt Polen und Ungarn meinen, sie müssen sich an diese Rechtsstaatlichkeitsprinzipien nicht mehr halten, dann muss man das diskutieren, aber auch sanktionieren. Und sanktionieren, indem man dann eben bei den Programmen nicht mehr so aus dem Füllhorn schüttet, sondern das eben koppelt an bestimmte Bedingungen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, ich sehe das auch mit einer, wie soll ich sagen, also Irritation ist ein zu schwaches Wort, was sich da abbildet. Und man muss mal sagen, da geht es ja nicht darum, dass man jetzt, also vermeintlich geht es darum, Familie gegen Gleichstellung gegen Gender auszuspielen. Was sich da abspielt, ist eine Debatte, die von insbesondere männlichen Politikern in Ungarn und Polen geführt wird, die was zu tun hat mit der Rückkehr zu sehr traditionellen Werten und die als Ziel hat, Frauen zu reduzieren auf bestimmte Bereiche. Das ist ja keine Debatte, die die Familientradition hochhält, indem man sagt, Männer und Frauen oder zwei Frauen oder zwei Männer sollen gemeinsam die Familienwerte hochhalten. Das ist eine Debatte, in der alte, überkommene Rollen wieder in den Vordergrund gestellt werden und man sagt, wir definieren, was eine Familie ist. Das hat mit Diversität und Gleichstellung überhaupt gar nichts zu tun. Und das müssen wir gesellschaftspolitisch diskutieren. Und auch hier wieder, da müssen sich diejenigen, die
sagen, diesen Rollback wollen wir nicht, müssen sich deutlich zu Wort melden. Und zwar innerhalb von Polen, und das tun ja auch da die Frauen und Ungarn, aber auch wir anderen in den Mitgliedstaaten. Wir müssen sagen, das geht nicht. Sie noch dazu? Das finde ich auch. Darf ich finde da anschließen? Dann erstmal Sie und dann Sie. Also das finde ich auch, das ist sehr, sehr wichtig, das, was Sie gerade gesagt haben. Und das ist einfach gelebte Gleichstellung. Und wir Frauen oder wir in der Bundesrepublik Deutschland müssen das vielleicht einfach auch vorleben, dass es so, dass das vorangetrieben wird. Das ist einfach auch ganz wichtig. Also, dass wir unseren Kindern mitteilen, gelebte Gleichstellung ist wichtig und das müssen wir auch über die Grenzen raustragen. Frau Abelt, jetzt haben Sie das Wort. Ach nee, Sie waren es. Okay, genau, Frau Neuchel erstmal. Oder erst Frau Abelt, dann Frau Neuchel. So. Okay, danke schön. Also den Punkt der Verbindung von Rechtsstaatlichkeit mit Gleichstellung finde ich einen sehr zentralen, weil in der Tat Gleichstellung in den Verträgen stark als ein zentraler Wert der Europäischen Union verankert ist. Jetzt muss man, um das auch durchsetzen zu können, beziehungsweise muss man ja sehen, Frau Honeer hatte gerade schon darauf verwiesen, wir haben auch in den Mitgliedstaaten fortschrittliche Zivilgesellschaften, wir haben da Frauenbewegungen, wir haben Lesben- und Schwulenbewegungen, wir haben im Hinblick auch auf Schutz für Geflüchtete, weil der Punkt Migrantinnen wurde ja vorhin auch nochmal genannt, auch Städte, die sagen, wir sind bereit, auch Geflüchtete aufzunehmen. Wir brauchen also letztlich auch eine Strategie, die es bei den EU-Mitteln ermöglicht, die auch anders zu verteilen. Also nicht an die nationale Regierung zu gehen, nicht an Viktor Orban, der dann im Vorfeld der nächsten Wahlen in Ungarn damit seine Freunde finanziert, die fürchterlich reich geworden sind aus EU-Mitteln und sich dadurch versucht, dann seine Oligarchen-Clique dazu finanzieren, sondern da müssen wir auch gucken, wie es andere Mittel der Förderung auch gibt, dass es bei denen, die auch für diese Werte eintreten kann, auch ankommt und nicht kanalisiert wird über die nationalen Regierungen, die gegen EU-Werte arbeiten. Frau Neuchel, Sie haben das Wort. Ich würde auch sagen, das ist wahrscheinlich der zentralste Punkt für die nächsten 5 Jahre. Denn wie soll ich meinen Wählerinnen und Wählern in Deutschland klar machen, dass ihre demokratischen Steuergelder gegebenenfalls in Ungarn eingesetzt werden, um Minderheiten zu hetzen? Man muss ja schon sagen, Europa ist ja, was Geld betrifft, so etwas wie eine Durchgangsposition. Europa drückt ja nicht selber Geld, sondern bekommt ja Geld aus den Nationalstaaten. Das heißt, unsere Steuergelder werden auch natürlich für die Förderung in Ungarn benutzt. Und langfristig demokratische Steuergelder in undemokratische Länder umzulenken, geht nicht. Das wäre wirklich das Aus der EU, wenn wir das nicht in den Griff bekommen. Denn ich könnte nicht zu einer EU stehen, die demokratische Gelder in undemokratische Staaten lenkt. Also das ist ganz klar, da müsste man sehr vorsichtig sein. Ich würde einen Punkt noch gern aufgreifen, wenn es um Ungarn geht. Ich habe das Gefühl, es ist ein Thema Mehrheit und Minderheit. Und das Perfide ist ja, dass man sogar die Frauen dann zur Minderheit zählt, obwohl wir ja offiziell also die Mehrheit eigentlich wären. Aber wir werden zu einer gesellschaftlichen Minderheit gemacht. Und Orban ist nicht nur gegen die Frauen, so wie er sich darstellt, sondern auch gegen andere Minderheiten. So hat Orban zum Beispiel ganz klar Obdachlosigkeit unter Strafe gestellt. Also er hetzt obdachlose Menschen, wenn jemand erwischt wird auf der Parkbank, der schläft und obdachlos ist, kann die Person verhaftet werden. Aber auch arme Menschen. Also nicht mehr wie in Deutschland wird Obdachlosigkeit bekämpft oder Armut bekämpft, sondern es werden Obdachlose und Arme bekämpft. Wir haben viele Anzeigen, dass Frauen ihre Kinder verlieren, weil ihnen in Ungarn die Kinder weggenommen werden, weil sie arm sind. Der Grund ist, weil die Mütter arm sind, alleinerziehend sind. Und das ist etwas, hier geht es, glaube ich, um ein Grundverständnis, dass manche glauben, Mehrheiten könnten mit Minderheiten alles machen. Und unser demokratisches Verständnis oder auch mein demokratisches Verständnis ist, dass es für jede Mehrheit immer noch Limits gibt, wo auch wenn ich in der Mehrheit bin, auch wenn ich 99% im Parlament hätte, bestimmte Dinge kann ich auch mit 99% nicht machen. Und das ist etwas, so würde ich Europa begreifen. Und man muss ganz deutlich sagen, wenn wir das Thema dieser fremdgehenden Länder
Um es mal bei dem Wort Heirat, dass man sagt, man heiratet, wenn man sich in die EU begibt, wenn man dieses Problem der fremdgehenden Länder nicht beheben, dann wird es die EU von innen zerstören. Denn dann wird die positive Einstellung zur EU langfristig so viel Schaden nehmen. Und deswegen kann es nur eins geben, möchte ich meine Vorrednerinnen unbedingt unterstützen. Sanktionen, Sanktionen, Sanktionen. Bei uns Frauen heißt es immer, greift beim Mann dorthin, wo es am meisten wehtut, und das ist die Brieftasche. Sanktionen, Sanktionen. Wer gegen Minderheiten hetzt, wer Frauenrechte abbaut, muss es am Kontoauszug merken. Was anderes wird nicht funktionieren. Vielen Dank. Ich möchte aus der Fülle der Fragen, die gestellt sind, zwei Themenkomplexe aufgreifen und noch herauskristallisieren. Der eine berührt sehr konkret die Fragen, was wird eigentlich erforscht auf EU-Ebene? Wir hatten mehrmals im Laufe des Abends einen wichtigen Themenkomplex, nämlich den der Gewalt gegen Frauen, der immer noch 33% aller Frauen in der EU haben irgendwann mal körperliche oder sexuelle Gewalt oder auch beides zusammen erlebt. Was gibt es da für Forschung, war die konkrete Frage auf EU-Ebene, wie man verhindern kann, dass Menschen, oft sind es ja Männer, Täter werden. Gibt es dazu Forschung? Weiß da jemand was zu aus der Runde? Also wir haben natürlich eine lange Tradition der DAFNE-Programme, die im Bereich Gewaltprävention aktiv waren und über Pilotprojekte versucht haben, sowohl Opferschutz zu verbessern und Best Practices dafür zu entwickeln, als auch zu gucken, wie kann man denn eine entsprechende Täterarbeit machen. Ganz zentral ist, das knüpft letztlich auch an das Blaming und Shaming an, was Frau Hone schon erwähnt hatte, ist, dass wir das EIGE haben, das European Institute for Gender Equality. Und die haben eine kluge Entscheidung vor Jahren getroffen, nämlich einen Index zu entwickeln, um zu vergleichen, wie gut der Stand der Gleichstellung ist in den Mitgliedstaaten in verschiedenen Bereichen. Das geht für manche Bereiche besser als für andere. Sie sind dabei, für den Bereich Gewalt den Index auszubauen, weil das unheimlich schwer zu erfassen ist, weil die Dunkelziffern natürlich sehr, sehr groß sind. Das macht ein grundsätzliches Problem bei der Forschung in diesem Bereich aus. Da hat es eine ganze Reihe auch von Studien gegeben, von der Kollegin Silvia Wolby etwa, zu versuchen, definitorisch zu klären, was gehört alles dazu und wie kann man versuchen, das zu erfassen. Also es bleibt in dem Bereich ganz, ganz schwierig, weil da viel Gewalt schlichtweg im Dunkeln bleibt. Aber wenn man dann mal auch von Seiten der EIGE jetzt diesen Indikator weiterentwickelt hätte, dann hätte man sehr gute vergleichende Zahlen und das sind natürlich wichtige Zahlen auch dann für die Gleichstellungsstrategie, die so stark das Gewaltthema so stark macht, weil die Argumentation ist, die auch von Kommissarin Dalli gemacht wird, nur wer in einem gewaltfreien Umfeld lebt, hat die Möglichkeit, sich zu entfalten, zu partizipieren, gesellschaftlich, kulturell, wirtschaftlich. Und deshalb ist es richtig, dass gerade das Gewaltthema zum zentralen Thema zu machen. Ein weiteres Thema, dessen zentrale Bedeutung uns gerade in diesem Jahr sehr klar geworden ist, ist der Gesundheitsbereich. Auch hier kam die Frage, was tut denn die EU, dass in der gesundheitspolitischen Forschung die Genderperspektive berücksichtigt wird? Wird sie das? Zum Beispiel Krebsforschung, Corona, es gibt ja mehrere Punkte, die schon angesprochen worden sind, auch im Laufe des Abends. Also die EU, ich würde erst mal Frau Neuchel, die hat sich als Erste gemeldet. Ja. Ich würde nur kurz sagen, teilweise macht sie es. Macht sie es und wir fordern auch immer wieder ein, dass es nicht sein kann, dass Medikamentenzulassungen nur an Männer erprobt wird. Es kann nicht sein, dass man auch seltenere Krankheiten zum Beispiel nicht ausreichend erprobt. Es kann doch nicht sein, dass bestimmte Dinge nicht am Körper der Frau erprobt werden, weil man sagt, das ist zu anstrengend, der Körper der Frau hat einen Zyklus, nehmen wir lieber Männer her, dann sind die Versuchsreihen einfacher. Das kann nicht sein, das wird eingefordert, aber sagen wir mal so, da können wir auf jeden Fall noch besser werden. Hier müssen wir wirklich noch nachlegen. Stimmen Sie zu, Frau Abels, da könnte man noch besser werden in dem Bereich?
Ja, kann man gerade in der ganzen Medikamentenforschung, muss man das, das spielt das eigentlich eine Rolle, dass Frauenkörper dann genauso wie Kinderkörper auch anders reagieren. Trotzdem werden Medikamente in der Regel an erwachsenen Männern getestet, weil es sich natürlich auch forschungsethische Probleme dann ergeben, das auch an Frauen oder auch an Kindern dann entsprechend zu testen. Was ich positiv finde, dass die Gesundheitskommissarin, die ja ein bisschen jetzt präsenter wurde durch die Pandemiesituation, ist Zypriotin und war die Präsidentin einer großen Brustkrebskampagne. Und die sich deshalb dafür auch stark macht, das Thema Brustkrebs, Brustkrebsforschung, Prävention sehr, sehr viel stärker auch in die Forschungsförderung mit reinzubringen. Und das halte ich durchaus für einen wichtigen Punkt. Ein Themenkomplex, der eben von Linda Matzke genannt wurde als Diskussion im Chat, ist die, ich nenne sie mal, die Vielfalt unserer Gesellschaft, wie wir haben. Eine Frage war ganz konkret, was steht denn in diesem Strategiepapier zur Gleichstellung zum Thema Frauen mit Migrationsgeschichte, mit Migrationshintergrund? Gibt es da spezielle Angebote, Schwerpunkte gerade für diese Frauen? Und die andere Frage, die damit zumindest verwandt ist, brauchen wir nicht statt Gender Mainstreaming vielleicht Diversity Mainstreaming? Wäre das der bessere Begriff oder der bessere Ansatz für die Zukunft? Auch diese Frage gerne offen in die Runde. Also in der Strategie steht etwas. In der Strategie steht ganz klar etwas drin zur Mehrfachdiskriminierung. Und das Thema Mehrfachdiskriminierung baut ja immer auf, der erste Diskriminierungsbereich eigentlich, weil Frau, weil behindert und Frau, weil Frau eventuell mit Behinderung, eventuell mit Migrationshintergrund oder Flüchtling. Ja, das ist etwas, das wir auf jeden Fall aufgegriffen haben. Ich habe es aber vorhin auch erwähnt, dass es weitere Strategien noch gibt, dass es ein Strategienetz gibt. Und so ist zum Beispiel diese eine Strategie, die ganz speziell sich über die Situation von Roma beschäftigt. Da könnte man jetzt auch sagen, da sind bestimmte Teile drin. Also nicht alles ist ausschließlich in der Gleichstellungsstrategie verankert, aber es sind auf jeden Fall die Hauptpunkte und vor allen Dingen der Gedanke der Mehrfachdiskriminierung an verschiedenen Stellen verankert. Noch weitere zur Frage Frauen mit Migrationshintergrund, inwiefern da? Okay, dann beenden wir dieses Thema an der Stelle. Ich habe ein kleines Problem. Sie sehen, wenn Sie jetzt hier wären, wüssten Sie, ich hätte noch einen riesigen Stapel voller Fragen, aber unsere Zeit rennt uns davon und ich glaube, es ist nur ein Input, das wurde auch an der Fülle der Beiträge deutlich, dass es ein großes Thema ist, was uns noch viele Jahre beschäftigen wird, was wir, um Frau Onet zu bekräftigen, mit sehr viel mehr Werf und Inbrunst noch vorantreiben wollen. Und damit wir mit Werf und Inbrunst aus dieser Veranstaltung gehen, möchte ich alle Leute aus dem Podium noch einmal bitten, einmal zu sagen, was kann eigentlich jeder von uns, der hier vor, hinter dem, neben dem Bildschirm sitzt, tun, damit die Gleichstellung von Frauen mit und ohne Migrationshintergrund, von Menschen, auch von Männern, über die haben wir heute noch gar nicht gesprochen, auch da gibt es ja Bereiche, wo man durchaus finden könnte, dass die Männer noch mehr Gleichstellung brauchen könnten. Was kann jeder Einzelne tun, um das voranzutreiben? Und was wünscht man sich von der EU? Was soll sie jetzt wirklich als allererstes und am allerenergischsten anpacken? Wer möchte beginnen mit der Runde? Frau Abels. Okay, fange ich an. Was können wir tun? Parteien sind wichtig für diese Politik. Das wurde auch in Frau Neuchels Eingangsstatement klar. Parteien reagieren darauf, was sie meinen, was die Interessen der Wählerschaft sind. Und wenn Frauen sagen, Parteien wählen, die sich für Gleichstellung tatsächlich stark machen und die in die Parteien gehen und sich auch für Gleichstellung stark machen, hat das eine Wirkung auf Parteien. Das ist sozusagen sehr zentral. Also insofern ist natürlich auch immer, das ist jährlich nur ein Punkt, warum man eine Wahlentscheidung trifft, aber die Frage, wie wichtig nimmt man diesen Punkt dann auch bei den Wahlentscheidungen? Was die EU machen kann, ist jetzt tatsächlich auch diese Strategie vernetzt mit diesen anderen Strategien weiter stark machen und konkretisieren.
das auch in der Pandemiesituation nicht nachzulassen und nachzulassen, weil das, was wir oft sehen, immer zu sagen, es gibt doch gerade Wichtigeres als Gleichstellung, das machen wir danach in besseren Zeiten. Nein, das geht, wir sagen, nicht. Gerade die Pandemiesituation hat uns gezeigt, wie wichtig das Gleichstellungsthema ist und dass das nicht hinten runterfallen kann. Und deshalb muss es oben auf der Agenda bleiben und Chefsache sein oder Chefinnensache sein. Möchten Sie weitermachen, Frau Neuchel? Ja, wenn ich vom ganz Kleinen zum ganz Großen gehe, was kann wirklich jede einzelne Frau tun, auch wenn sie kein politisches Mandat hat oder irgendeinem Verein vorsitzt? Ich glaube, jede Frau kann Schwester sein. Und Schwester bedeutet, andere Frauen die Rückkopplung geben, hast du toll gemacht, hast du super geantwortet oder auch mal, ich sehe, dass es dir heute nicht gut geht, kann ich helfen. Dieses Schwestersein, das ist, glaube ich, etwas, das wirklich ganz, ganz wichtig ist. Natürlich, Gemeinderätinnen machen was im Gemeinderat, Stadträtinnen im Stadtrat, aber jetzt mal ganz runter auf die unterste Ebene. Schwestersein heißt, meine Mitfrauen, die um mich leben, meine Nachbarin, meine Arbeitskollegin, die Person, die ich am Bahnhof treffe und vielleicht gar nicht kenne, deutlich machen, dass wir Frauen zusammenstehen und dass wir bei Gewaltsituationen zusammen agieren, dass wir aber auch mal, wenn eine traurig ist, eine Schulter zur Verfügung stellen. Und was muss die EU machen unbedingt? Die EU muss langfristig, so wie jedes einzelne Mitgliedsland auch, so etwas einführen wie einen Gleichstellungscheck, nämlich etwas einführen, das eine Folgenabschätzung des Handelns in Sachen Gleichstellung bei jedem großen Handeln auch wirklich automatisch in sich birgt. Das heißt, wenn ich agrarpolitische Dinge mache, wenn ich handelspolitische Dinge mache, muss es immer einen Gleichstellungscheck geben. Jetzt würden manche sagen, ja, manche sagen, wirken sich doch nicht auch aufs Gleichstellung. Dann muss man nochmal nachdenken. Denn eigentlich hat die EU die Verpflichtung, das Gap zwischen Männern und Frauen schmäler zu machen. Und Dinge, die sich auf Gleichstellung gar nicht auswirken, vielleicht nochmal zu hinterfragen, ob man sie nicht so verändern kann, dass sie sich positiv auswirken. Denn was sich nicht auswirkt auf Gleichstellung, das zementiert die Situation, in der wir jetzt sind. Deswegen müsste sich jedes zukünftige Gesetz, jede Verordnung, jede Richtlinie positiv auf Gleichstellung auswirken. Das wäre mein allergrößter Wunsch, ein Gleichstellungscheck, eine Folgenabschätzung, zwingend bei jedem Handeln der EU. Vielen Dank, Frau. Machen Sie ruhig weiter. Ja, hier für Niedersachsen würde ich mir auch mehr Solidarität unter den Frauen wünschen, dass wir tatsächlich auch wieder zusammen dastehen, zusammen für unser Ziel kämpfen, einfach auch da sind, ein Ohr für die andere haben. Das wäre mein Wunsch, an Niedersachsen. Und an Europa wäre es mein größter Wunsch, dass tatsächlich die Staaten sanktioniert werden, die die Gleichstellung nicht befürworten und die fürchterliche Dinge da treiben. Liebe Frau Nee, jetzt haben Sie quasi das Schlusswort. Ich kann das relativ schnell und zügig machen. Erstens sagen, was man sieht und was ungerecht ist. Zweitens sagen, was man möchte, was sich verändert. Und drittens tatsächlich, das kann jeder Einzelne von uns tun, auch Kampagnen unterstützen. Ich habe ja vorhin gesagt, es geht jetzt darum, Quoten einzuführen bei den Unternehmen. Da gibt es jetzt einen Gesetzentwurf und es gibt eine Kampagne, Hashtag ich will, wo sich jetzt namhafte Frauen und als Unterstützerin geoutet haben. Das kann jede Frau von uns heute Abend unterstützen. Das ist eine ganz aktive Botschaft. Und von der EU wünsche ich mir, dass sie weitermacht wie bisher und uns Mitgliedstaaten ein bisschen auf den Weg bringt. Und gemeinsam müssen wir einen ordentlichen Schritt vorankommen. Vielen Dank Ihnen allen hier auf dem realen Podium, den beiden auf dem virtuellen Podium für die Diskussion, für die Beiträge, Ihnen allen da draußen für die Beiträge im Chat. Und ich habe mitgenommen, dass tatsächlich dieses Wort des Gleichstellungschecks hat mir gut gefallen, dass man dann viel mehr Lebensbereichen schauen sollte, wie wirkt sich das denn eigentlich auf Frauen aus, auf Männer auf und geben wir uns dann nicht viel zu schnell mit halbgaren Lösungen zufrieden. Wir müssen lauter werden, wir müssen stärker werden, wir müssen uns mehr einbringen und ich freue mich, dass Sie alle dabei waren, sich eingebracht haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und alles Gute und vielleicht sieht man sich an anderer Stelle mit diesem und mit anderen Themen weiter. Kämpfen Sie weiter für die Gleichstellung der Frauen, der Männer und überhaupt. Einen schönen Abend.